Der Titelkampf geht weiter. Noch 6 Spiele. 6 Endspiele. Noch sind es 3 Punkte. Nur 3 Punkte. Endspurt. Der Titelkampf erlaubt keine Fehler. Denn die Bayern sind wieder da. Bayern oder Dortmund? Noch sind es 3 Punkte. Die Bundesliga geht ins Titelrennen zu spielen. So, Fernduell Nummer 2, Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Und wie hatte Uli Hoeneß zu Beginn unserer Sendung gesagt, er sieht die Dortmunder auf Dauer wirklich auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Wenn man da oben bleiben will, dann muss man natürlich seine Talente auch langfristig sichern. Das ist dem BVB komischerweise mit Shinji Kagawa noch nicht ganz gelungen. Er sagt, er spekuliert ein bisschen mit der englischen Liga. Die wird in Japan besonders gern geguckt. Aber vielleicht geht da schon bald was mit einer Vertragsverlängerung. Aber dieser Shinji Kagawa kann natürlich an einem guten Tag den Unterschied immer ausmachen. Der spielt mit Spaß in den Backen. Und gerade heute gegen die etwas schwächelnde Defensive der Wolfsburger könnte er tatsächlich die richtigen Akzente setzen. Steffen Simon berichtet. In der Rückrunde war kein Bundesligaspieler an so vielen Toren direkt beteiligt wie Shinji Kagawa. 8 hat er erzielt, 4 vorbereitet. Und in Dortmund ist man optimistisch, dass er für die Borussia in den nächsten Jahren weiterspielt. Das ihm vorliegende Vertragsangebot sei ein sehr gutes. Das Spiel in Wolfsburg war noch nicht mal angepfiffen. Da stand es in München schon 1-0 für die Bayern. Und Jürgen Klopp hat, da das Spiel gerade mal 4 Minuten alt ist, eine Idee, wie Kagawa die weit aufrückende Viererkette der Wolfsburger aufhebeln kann. Die Schwarz-Gelben mit einer Änderung in der Startelf. Er hier, Perisic, ist neu im Team, ersetzt Großkreuz. Kehl, Schmelzer und da ist Kagawa. Kagawa im Rücken der Wolfsburger Abwehr von Pollack gestellt und gelegt. Schiedsrichter Dingert gibt keinen Strafstoß. Das war eine grenzwertige Aktion. Pollack bearbeitet ihn mit dem Arm. Vor allen Dingen gibt er ihm aber mit der Hüfte noch einen mit. Glück für den VfL in dieser Szene. Wolfsburg spielt wie immer mit einer riskanten Abseitsfalle. Die Viererkette immer hoch aufgerückt. Und das ist was für Dortmunds Hochgeschwindigkeitsfußballer. Das können sie überwinden. Kagawa für Lewandowski. Und der ist wieder nicht im Abseits. Lewandowski mit der großen Chance in der 9. Minute. Wolfsburg nach zuletzt 4 Siegen in Folge ohne zwingende Chance in der ersten Viertelstunde. Das ist Christian Tresch. Perisic fälscht ab und macht den Ball dadurch erst gefährlich. Dortmund nicht mit diesem üblichen Hurra-Fußball. Das wirkt alles zurückhaltender und abgeklärter. Hohe Ballsicherheit, dafür weniger läuferischer Aufwand als sonst. Kagawa mit einem Sensationspass für Perisic. In der Mitte ist Lewandowski und jetzt ist er drin. 1-0 Dortmund, 22. Minute, 18. Saisontreffer für Robert Lewandowski. Perisic nicht im Abseits, da ist noch ein Meter Platz. Philippe zu weit hinten und Lewandowski ist sowieso hinter dem Ball. Alles korrekt, Benaglio im Tor des VfL ohne Chance. Bei Alexander Madlung, der den Vorzug vor Russ in der Innenverteidigung erhielt, saß der Frust besonders tief. Gelb für dieses unnötige Foul an Lewandowski. Bei den Gastgebern war es bis zum Anpfiff unklar, ob Patrick Helmes spielen konnte. Er hat in den letzten 6 Spielen 6-mal getroffen, leidet aber unter einer Oberschenkelverhärtung. Pollack, Schäfer, vorbei an Piszczek, guter Reingabe, Mandzukic mit der Chance und Helmes! Wolfsburg so dicht vor dem Ausgleich. Weidenfeller gegen Mandzukic stark und dann ist das Tor leer für Patrick Helmes, der viel Alarm im gegnerischen 16er machte und der ihn dann aber mit der Seite nicht sauber gespielt bekommt. Und um schwarz-gelbe Glücksgefühle so richtig in Schwung zu bringen, wird kurz danach das 1:1 in München bekannt gegeben. Direkt vor der Pause. İlkay Gündoğan. Gündoğan
der auch heute den Vorzug vor Bender erhielt und im defensiven Mittelfeld eine starke Partie machte. 0:1 zur Pause. Schwarz-Gelb führt verdient bei Grün-Weiß. Der VfL geht ohne Helmes in den zweiten Durchgang. Da ging es mit dem Oberschenkel nicht weiter für ihn. Er hier, der Portugiese Viarana im Spiel, serviert für Mandzukic und der lässt die nächste gute Chance aus. Die 49. Minute. Schmelzer. Tresch heute wieder Rechtsverteidiger und Perisic für Gündogan mit einer überragenden Leistung und einem super Tor. Da taucht zunächst Philippe vor ihm auf. Er bleibt im Ballbesitz. Gegen Josué ebenfalls. Und dann zieht er den Ball um Madlung herum. Stark auch, dass Kuba zuvor nicht weinerlich. Josué musste nach seiner unglücklichen Rolle beim 0:2 raus. Für ihn jetzt Jiracek im Spiel. Der BVB-Anhang taumelt vor Glück. Und es geht weiter. Wir sind in der 59. Minute. Kagawa. Tresch, der unglücklich spielte, kommt nicht an den Ball. Perisic, dahinten ist Laschikowski genannt. Kuba, Kuba mit dem schwächeren Linken an die Latte. Das hat was Meisterliches, wie Dortmund jetzt spielt. Wolfsburg zieht in der Folge seine beiden Außen, Schäfer und Dejaga, fast als klassische Außenstürmer nach vorne. Es hat was von einem 4-2-4. Dann hat Dortmund den Ball durch Schmelzer. Perisic nicht gedanklich schnell dabei. Pollack für Dejaga. Dejaga für Mandzukic. Und jetzt nutzt er seine Chance. Anschlusstreffer. 1:2. Missverständnis zwischen Schmelzer und Perisic. Und die Flanken von Dejaga sind wie Brandfackeln. Seine 10. Torvorlage in der laufenden Saison hier für Mandzukic. Die Bayern-Führung gegen Augsburg geht in der Hektik nach dem Anschlusstreffer fast unter. Roman Weidenfeller wechselt den Unglückshandschuh, probiert es mit einem neuen Paar. Dabei hatte er eben keine Chance. Dortmund in der Folge mit Großkreuz für Perisic. Dann Lewandowski, Kagawa, Laschikowski und dann Madlung gegen Lewandowski. Keinen Strafstoß. Und auch das äußerst grenzwertig. Nicht der Einsatz hier von Rodriguez gegen Kagawa, aber dann Madlung gegen Lewandowski. Und in der zweiten Wiederholung besser zu sehen, Madlung tritt ihm auf den Fuß. Hier hätte man durchaus Strafstoß geben können. Alexander Madlung direkt zu Kehl. Und Gündogan. Gündogan so stark heute. Toller Pass für Kagawa. Sie lassen zu viele Chancen ungenutzt. Gegen Stuttgart lag der BVB letzte Woche 2:0 vorn. Kein Abseits von Kagawa. Diese Führung gegen Stuttgart hatten sie damals verspielt und zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf liegen lassen. Droht so etwas heute etwa wieder? Jiracek. Und der beste Wolfsburger, Dejaga, vorbei an Schmelzer, mit dem Blick für Mandzukic. Mandzukic, das gibt's nicht, denkt nicht nur Felix Magath. Klopp merkt, dass da plötzlich Unsicherheit reinkommt. Mandzukic schlägt ein Luftloch, dabei war alles frei in Richtung Dortmunder Tor. Madlung mit einem 70-Meter-Ball, was macht Weidenfeller? Fängt ihn nicht, kein Vertrauen in die neuen Handschuhe, noch nicht genug Abtrieb. Das Gesicht von Jürgen Klopp sagt vieles. Die 84. Minute, Dejaga, Freistoß und dann ein Pfiff von Schiedsrichter Dingert. Madlung hatte den Ellenbogen ausgefahren, war schon verwarnt und muss vom Platz. Gelb-rote Karte, 5. Platzverweis in der Karriere von Alexander Madlung, nachdem er den Ellenbogen gegen Piszczek einsetzte. Wolfsburg in der Schlussphase in Unterzahl, aber trotzdem wackelt Dortmund. Viarinha, der Vierschwungwacht ist. Jo, eingewechselt für Tresch und dann ist Jiracek da mit der Brust. 86. Minute, der Tscheche Peter Jiracek.
ganz dicht vor dem Ausgleich. Aber Weidenfeller rettet die Führung. Die Nervosität, auch bei Jürgen Klopp zu sehen, hat eben Moritz Leitner gebracht. Leitner für Kagawa im Spiel. Es läuft die 90. Minute, kommt Wolfsburg nochmal. Da ist Schäfer, aber da ist Leitner dazwischen. Leitner erkämpft sich den Ball, macht Druck. Und so ist Lewandowski plötzlich völlig frei. Lewandowski vor Benaglio und jetzt macht er ihn das Erlösende. 1:3 aus Dortmunder Sicht, der Siegtreffer. Fehler von Marcel Schäfer, der nach dem Platzverweis von Madlung zurückgezogen wurde. Und dieses Mal nutzt er die 100-prozentige Robert Lewandowski. Und dann machte sich Jürgen Klopp auf. So hat es der BVB-Trainer gesehen. Die Balleroberung von Leitner. Dann Lewandowski, frei vor Benaglio. Dann die Entscheidung und anschließend Glück ohne Limit. Es ist alles bereitet für den Gipfel. BVB gegen Bayern am kommenden Mittwoch. Ja, dann ist jetzt schon mal klar mit diesen Ergebnissen von heute, dass es nicht das Endspiel um die deutsche Meisterschaft ist, weil danach kommen ja noch ein paar Spiele, wie ich weiß. Und dementsprechend ist es ein ganz wichtiges Spiel, es ist ein großes Spiel. Bayern München zu Borussia Dortmund, wir sind in diesem Spitzenkampf dabei, das ist außergewöhnlich, großartig. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber dass wir auch auf jeden Fall in der Lage dazu sind, Bayern München zu schlagen, das haben wir, glaube ich, im Spiel schon gezeigt. Diese Bundesliga ist der Hammer im Moment. Schön, dass es Dienstag und Mittwoch schon wieder weitergeht. Hier sind die Ergebnisse vom 29. Spieltag. Laut Interbrand und dem VCD ist Toyota der Umwelt.